Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von den Naruto Reactions, Freunde. Ihr seht schon, ich habe ein neues Setup. Ich habe mir versucht, minimal Mühe zu geben diesmal, Leute. Ein Minimum Mühe habt ihr diesmal, ja? Wir sind angekommen bei Folge Nummer 6 von Naruto und diesmal auch, deswegen auch das neue Setup, Freunde. Ein bisschen professioneller, ich habe ein bisschen Geld in die Hand genommen und ein bisschen gewastet, Freunde, ihr kennt mich. Wird es auch so sein, dass ihr die Folge sehen könnt. Ich werde dann cutten. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird, Freunde. Ob ich das bei den anderen Serien auch machen werde und wie viel ich rausschneiden werde, ihr müsst es sehen. Also ich darf maximal 10 Minuten verwenden, so ist es nach dem amerikanischen Fair-Use-Gesetz, was in Deutschland nicht etabliert ist, aber da wir es auf einer amerikanischen Seite verwenden, keine Ahnung, Freunde. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es klappt, aber erstmal jetzt zum Test hier bei der ersten Folge, dann Folge 6 von Naruto, werden wir das machen. Ich habe mir auch was zum Schreiben mitgebracht, Freunde. Weil ein paar Leute meinten, schreib dir ein bisschen was auf und womit du am Ende der Folge drüber reden kannst, ein bisschen was. Und ich werde mir vielleicht noch hier ein, zwei Figuren holen für Naruto, dass ich hier irgendwas hinstellen kann auf den Tisch, damit das ein bisschen anschaulicher für euch ist. Und ja, ich schaue die Folgen auf Deutsch, haben auch viele gefragt, ich schaue auf Deutsch, Leute. Sorry, ja, aber es wäre zu struggelig, der Bildschirm ist ein bisschen weit weg. Wenn ich jetzt noch auf Japanisch mit Untertiteln gucken würde, dann würde ich gar nichts mehr erkennen. Deswegen, Freunde, ja. Aber kommen wir erstmal zu einem kurzen Recap der letzten Folge, der fünften Folge aus der ersten Staffel. Ich weiß, hieß die Teamgeist oder war das die davor? Ich weiß es nicht genau, aber die Folge war extrem, extrem gut. Ja, es ging darum, immer noch die Glocke zu holen. Am Ende, ja, ist es eben so gekommen, dass sie sich an den eigentlichen Plan von Kakashi dann gehalten haben und einem hungernden Naruto was abgegeben haben zu fooden. Was ich echt cool fand, Mann. Kakashi ist so ein guter Lehrer, Alter. Er ist wirklich ein geiler Lehrer. Und das fand ich ganz geil, Mann. Das fand ich ganz cool, so diesen Plan irgendwie langsam zu checken und zu sehen, okay, sie sind dahinter gestiegen, am Ende irgendwie zumindest, außer Naruto. Ja, ich bin gespannt, Alter. Viele meinten auch, es ist nicht schlimm, dass ich Sakura nicht mag. Niemand mag Sakura. Aber im Laufe der Serie wird sie an einigen Stellen noch ein bisschen hilfreich sein oder auch mal, wie soll ich sagen, liebenswert ist ein bisschen hochgesetzt. Aber so, dass ich sie mal akzeptiere für eine Folge, ja. Sie ist halt sehr nervig zum Anfang, habe ich gehört. Ansonsten, Sasuke ist geil, Alter. Kakashi ist geil. Naruto ist auch manchmal ein bisschen nervig, aber auch ganz geil sonst. Und ja, Leute, das war eigentlich die letzte Folge, ja. Wir haben jetzt die erste große Mission, weil sie sind eine Runde weiter so gesehen. Und haben jetzt die erste richtige Mission. Auf die bin ich gespannt, Alter. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir starten. Diesmal müsst ihr nichts timen, nichts bla bla bla. Ihr könnt alles hier gucken. Ich werde die Highlights eben rausschneiden. Und stimmt gerne mal oben im i ab, Freunde. Ganz, ganz wichtig bei der Abstimmung. So besser oder so wie vorher? Wollt ihr die ganze Folge sehen mit einem Timecode oder so, dass ihr sie hier gucken könnt mit mir zusammen, aber die Highlights rausgeschnitten, eben dann nur 5 bis 10 Minuten von der 20-Minuten-Folge zu sehen? Schreibt es gerne an, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mit Naruto. Folge 6. Gefährliche Mission, die Reise ins Reich der Welten. Reich der Wellen. Okay, Freunde, der Bildschirm steht ein bisschen weit weg vielleicht. Gut, wir starten, Freunde. Let's go! Ehrenintro einfach. Ehrenintro. Zielobjekt bewegt sich. Hä, ist das ein Panzer oder sowas? Ah, safe, Shapeshifting. Ich hab vergessen, wie der Move heißt. Okay. Kakashi is not impressed, as always. Ja, ja, ich hab sie, Hat sie eine rote Schleife am Ohr? Ja, tatsächlich. Ja, Identifizierung positiv. Gut, die vermisste Katze Tora wurde gefunden. Mission beendet. Wow. Ich bin froh, dass wir sie gefunden haben, auch wenn sie mich gekratzt hat. Kein Wunder, dass sie weggelaufen ist. Ja, okay. Sakura, den gebe ich dir. Als nächste Mission für Team 7 habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Reiß dich doch mal zusammen. Du bist gerade ein Genin geworden und wie jeder andere auch wirst du dich erstmal bewähren und deine Fähigkeiten bei leichten Missionen unter Beweis stellen. Soll das ein Witz sein? Ja, an sich ist das gar nicht so schlecht. Mission, das ist nur blöder, bescheuerter. Da lernt man halt die guten Werte so, finde ich. Naruto. Oh,
Mir scheint, dass du das System der Aufgabenverteilung noch nicht begriffen hast. Und auch bei uns Ninjas gibt es eine Hierarchie. Ganz oben der Hokage, dann der Jonin, Chunin und unten die Genin. Die Anfragen werden als Mission an die Ninjas weitergeleitet, die über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen. Und wenn die Mission erfolgreich war, bekommen wir ein Honorar, das unser Dorf und unsere Arbeit unterstützt. Hä, voll das gute System. Wenn ihr unerfahrene Genin seid, die erst am Anfang ihrer Ausbildung stehen, bekommt ihr selbstverständlich auch nur die Klasse D-Missionen. Ja, okay. Ihr begleitet als Leibwächter einen Reisenden. Was im Ernst, Meister? Digga, das ist schon eine krasse Steigerung. Wie cool ist das denn? Beschützen wir eine Prinzessin oder einen wichtigen Minister? Seid doch nicht so ungeduldig. Oh nein, ist es der Enkel? Der ehrenwerte Enkel? Es ist der ehrenwerte Enkel. Ist es der ehrenwerte... Ah, nee, schade. Was ist das denn? Schade. Eine Ansammlung von Rotznasen. Aber mindestens genauso ehrenwert, Leute. Hey, du da! Der Kleine mit dem dämlichen Grinsen im Gesicht. Willst du mir allen Ernstes weismachen, dass du ein echter Ninja-Kämpfer bist? Cool, dämliches Grinsen im Gesicht. Wen meint... Na, den knöpfe ich mir vor. Und ich erwarte, dass sie mich sicher dorthin bringt, auch wenn auf dem Weg viele Gefahren lauern werden. Du mein Leben wirklich diesem aufgedrehten Zwerg da anvertraut? Was ist das für ein Hut, den er aufhat? Ich bin ein Jonin und er gehört zu meinem Team. Alles okay. Sieht aus wie Lothurzel so ein bisschen. Der Kleine mit dem dämlichen Grinsen. Was ist das? Wer ist das? Möchte die... Hokage ist mächtig und weise. Du bist allenfalls schmächtig und dümmlich. An dem Tag, an dem du Hokage wirst, werde ich fliegen. Der wird entführt, Lothurzel wird entführt, Leute. Pass mal auf. Alter Mann, ich arbeite hart dafür, um irgendwann Hokage zu werden und darum werde ich es auch schaffen. In meinen Augen bleibst du ein kleiner Junge mit einem dämlichen Grinsen. So, jetzt reicht's. So, jetzt reicht's. Ja, die werden schon beobachtet, ja, safe. Yo. Wie creepy sahen die aus? Nein, nein, nicht im Wellenreich Sakura. Doch in vielen anderen Ländern Atlantis, Alter? Versteckte Dörfer, in denen Ninjas leben. Und jedes hat seine eigene Kultur und besondere Bräuche. Oh, ich liebe so Storytime, gib mir. Für die Menschen auf diesem Kontinent bedeutet die Existenz von Ninjas Stärke und erhalten so das Gleichgewicht der Macht in Bezug auf die Nachbarländer. Digga. Die Ninja-Dörfer werden von der Regierung nicht kontrolliert, sind unabhängig und untereinander gleichberechtigt. Das Reich der Wellen ist eine kleine Insel und hat durch das Meer einen natürlichen Schutz. Darum braucht dieses Land keine Ninjas. Die fünf alten Länder, in denen es Ninja-Dörfer gibt, sind die Reiche des Feuers, des Wassers, der Blitze, des Windes und der Erde. Avatar, Jungs! Jedes einzelne verfügt über viel Landbesitz und zusammen sind sie als die fünf Großmächte bekannt. Die Meister der versteckten Dörfer tragen den Namenszusatz Kage. Das bedeutet Schatten. Hokage, Mitsukage, Raikage, Katsekage und Tsuchikage. Digga. Das sind die Meister. Wie viele die es gibt? Schatten, die Tausende von Ninjas regieren. Jungs. Ich hab ihn doch mit meinem sexy Jutsu gekriegt. So toll kann ich sein, echt nicht. Hey. Huch. Entschuldigung. Kann es sein, dass ihr in Gedanken an Meister Hokage gezweifelt habt? Nein, gar nicht. Wieso denn? Aber solche Mini-Missions liebe ich, wo man so ein bisschen mehr von der anderen Welt sieht noch, die drumherum ist. Ja, Kakashi hat schon geblickt, dass da irgendwas faul ist, dass wir verfolgt werden. Kakashi weiß es schon, glaube ich. Safe. Oder ist das ein Test oder so? Los! Ja, Kakashi ist wieder mit eingeweiht in allem. Was ist los, Sensei Kakashi? Was?
Der will prüfen, ob die drei alleine ihn beschützen können, den Brückenbauer. Safe. Safe, Kakashi ist so ein krankes Arschloch. Ja, Mann. Sasuke, Alter. Boah. Ja, Sasuke, Alter. Ja, okay. Es wäre klar, dass Kakashi irgendwas macht, Alter. Alles okay bei dir? Du kleine Angsthase? Oha, okay. Ich hasse solche arroganten Typen, Alter. Auch wenn es bei Sasuke ein bisschen cool ist. Ich hasse sie. Beweg dich nicht. Diese Ninjas verwenden giftige Waffen. Je schneller du dich bewegst, desto schneller gelangt das Gift in dein Blut. Woher wussten sie von unserem Hinterhalt? Eine Pfütze an einem sonnigen Tag, wo es seit Wochen nicht geregnet hat? Kakashi, Alter. Du wusstest es und hast trotzdem die Genen in diesen Kampf geschickt? Hä? Warum bin ich immer so anders als die anderen? Warum bin ich immer so? Diese Verletzung wird mich immer an diesen Schwur erinnern. Das weiß ich genau. Hör zu, Brückenbauer. Ich werde die Mission erfüllen und dich auf deinem Weg nach Hause begleiten. Aber wenn deine Wunde nicht versorgt wird, nimmst du an der Mission nur noch ohnmächtig teil. Upsi. Der, wie das wehgetan haben muss, hier vorne rein. Ich komm mir vor wie ein Turnbeutelvergesser. Nur meinetwegen ist die ein Turnbeutelvergesser. Kennt man. Oh, die kennt man. Die Wunde fängt schon an zu heilen. Hä? Hallo? Ich finde, dass Sie so eigenartig ernst aussehen, Sensei Kakashi. Ist alles in Ordnung? Ob diese Selbstheilungskräfte wohl vom neunschwänzigen Fuchs kommen? Safe. Yo, aber wie OP ist das? Was heißt das, ihr Amateur-Ninjas? Ich hab viel Geld an euch gezahlt. Yo. Na schön, dann werde ich mich das nächste Mal höchstpersönlich auf den Weg machen. Ich bin Zabuza Momoshi. Der Dämon des geheimen Nebels. Freunde, das war eine geile Folge, Alter. Das war eine geile Folge, weil wir halt so eine kleine Mini-Mission hatten. Und ich liebe so kleine Side-Quests, Side-Stories irgendwie. Mag ich sehr gerne. Okay, ich habe nicht so viel aufgeschrieben. Einmal habe ich Atlantis aufgeschrieben, weil der Typ halt in diesem Meeresding wohnt, was ich echt cool fand, weil ich finde es halt, wie gesagt, cool, so ein bisschen mehr zu erfahren von drumherum. Wir haben die Karte gesehen, das finde ich auch ganz cool, wenn Kakashi irgendwie was erklärt und wir das dann so visualisiert bekommen haben. Das war ganz geil. Und ich hoffe, dass wir das auch noch vielleicht bereisen werden in der nächsten Folge, aber ich glaube eher nicht. Ich weiß nicht. Aber ich würde gerne mal dieses Wasserteil mal irgendwie begutachten. Dann täuscht Kakashi in gefühlt jeder Folge seinen Tod vor und immer wieder Sakura vor allen Dingen. Kakashi! Und dann, just a prank, bro. Müssen wir drauf achten in jeder Folge, denke ich. Dann Selbstheilung, Alter. Selbstheilung bei Naruto. Also es kommt safe vom neunschwänzigen Fuchs. Ich wüsste nicht, woher sonst. Oder dass irgendwas anderes noch in Naruto schlummert, wovon wir noch keine Ahnung haben. Oder wovon ich noch keine Ahnung habe. Aber das war OP. Aber das hätte er, wenn er diese Gabe schon länger hat, hätte er das doch schon gemerkt. So viel Unsinn, wie Naruto gemacht hat, hat er ja safe schon, keine Ahnung, mal sich was gebrochen oder so. Und wenn das dann innerhalb von einem Tag wieder heil war, merkt man da so, oh yo, mein Arm ist wieder ganz, Digga, geil. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt erst seit kurzem war, ob es irgendwelche Einflüsse sind, oder ob er es wirklich schon seit Geburt an hat und nie wirklich gemerkt hat, dass er nie krank war oder nie, keine Ahnung, so lange ausgefallen ist bei bestimmten Verletzungen. Ich weiß es nicht. Das fand ich ganz cool.
Und jetzt haben wir am Ende noch diese, fuck, wie hießen die, irgendwas mit Nebel. Der Typ irgendwas, irgendein Typ mit Nebel, Alter. Der Master of the Nebel. Das sahen aus wie Kopfgeldjäger. Der kleine Dicke mit der Brille sah so aus wie der Typ, der sie beauftragt hat. Eben hat er ja auch gesagt, er hat viel Geld gezahlt. Und das waren eben Kopfgeldjäger. Ja, crazy. Also der Brückenbauer wird anscheinend gejagt, weil er heftige Brücken bauen kann. Vielleicht kann er noch was anderes bauen. Aber ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt. Der Typ mit dem fetten Schwert, der sah schon sehr, sah schon ein bisschen gefährlich aus. Ich habe halt auch kurz gedacht, dass sie es vielleicht auf Naruto abgesehen haben. Auch gerade, wo seine Wunde angefangen hat, direkt zu heilen, dachte ich so, yo, vielleicht sind sie doch hinter Naruto hinterher. Aber der Brückenbauer wusste ja anscheinend, dass er von Ninjas verfolgt wird. Von daher wird er schon so schon seine Richtigkeit haben. Aber ich bin gespannt, Alter. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, Mann. Macht so langsam jetzt, wo wir so kleine Missionen haben und ein bisschen mehr Fighting-Style haben, gefällt mir das ganz gut. Gerade der eine Move von Sasuke, Bam, mit denen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Einmal Shuriken und irgendwas anderes. Diese Spitzenteile. Das sah schon geil aus, fand ich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, macht Bock auf mehr, Alter. Macht Bock auf mehr. Gerne mehr Kämpfe und mehr kleine Missionen. Diese kleinen Sidequests liebe ich, wie gesagt, ja. Wo man so ein bisschen aus der Welt rauskommt und mal so ein paar neue Orte sieht, irgendwie neue Personen sieht. Das war ganz cool. Das war ganz cool. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Mehr habe ich eigentlich nicht an Fragen, die ich jetzt zumindest wüsste. Genau, das mit den Hokagen war sehr interessant. Oder mit den Kagen, eher gesagt. Das war interessant. Das fand ich cool. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Aber es sind auf jeden Fall die 5 Kagen. Feuer, Wasser, Luft, Erde, Blitz. Und ja, der Hokage ist einer von denen. Und ich weiß nicht, ob wir die anderen noch irgendwann kennenlernen werden. Ich hoffe aber, weil so diese, wie gesagt, diese Story drumherum interessiert mich schon, würde ich sagen. Ja, da habe ich Bock drauf. Freunde, da habe ich Bock drauf. Gut, das war's mit der 6. Folge. Beim nächsten Mal gibt's die 7. Folge, logischerweise. Und ansonsten schreibt mir gerne Feedback rein. Wie gesagt, stimmt oben im i ab, wie ihr das findet. Besser so, schlechter so. Ich mache einfach die Abstimmung. Ja, ich finde es besser so. Aber ihr müsst schreiben, wie ihr es findet, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Das war's von mir, Freunde. Bleibt fresh wie immer. Ihr wisst es und ciao.